Hey, Kumpel. Nicht jetzt. Ihr müsst das entschuldigen. Wir hatten in letzter Zeit viel Ärger mit Kindern, die einbrechen und Bettenbogen bauen. Steve, meine Freunde hier würden gern gefälschte Ausweise von dir kaufen. Gefälschte Ausweise kaufen? Haley, kann ich dich unter vier Augen sprechen? Haley, was du da vorschlägst, kann uns viel Ärger bereiten. Du verkaufst nur Fake-Ausweise an Teenager. Dafür kriegst du höchstens einen Klaps aufs Handgelenk. Ah, aber ich brauche mein Handgelenk täglich. Steve, du kriegst keinen Ärger. Ich meine, mit deinem Talent und meinen Kontakten, weißt du, wie viel Geld wir damit machen könnten? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht überzeugt dich das hier. Alles klar, er macht euch Ausweise. Aber zuerst kommt die Pflicht. Er ist von der Föderation der Buseninspekteure. Ladies. Ich gehe hier ein großes Risiko ein. Könntest du sie bitten, auf und ab zu hüpfen? Danke, wir rufen dann deinen falschen Namen auf. Der Nächste! Roger! Ich heiße Kevin Ramage. Roger? Ich sage es jetzt nur noch einmal. Mein Name ist Kevin Ramage. Es geht das Gerücht um, dass du dich in mein Geschäft einmischst. Ach ja, es geht das Gerücht um, dass dein Produkt scheiße ist. Nun also, es geht das Gerücht um, dass ich darauf keine Antwort habe. Was ich aber habe, sind diese bulligen Handlanger. Zeigt ihnen, wie krass ihr seid, Jungs. Wenn ihr euch nicht aus meinem Territorium verzieht, passiert das mit euch. Schwirr ab, Ramage. Ja, jetzt gibt es einen neuen Fälscher in der Stadt. Und sein Name ist Steve. Nein, Haley, ich habe viel darüber nachgedacht. Von jetzt an höre ich auf den Namen Gutenberg. Ah, so wie der Erfinder der Druckerpresse. Steve Gutenberg hat die Druckerpresse erfunden? Also gut, Leute, ich denke, wir haben uns klar ausgedrückt. Und wenn ihr beide euch nicht sofort aus meinem Territorium verzieht, passiert das hier mit euch. Ganz genau. Also denk lieber lange. Nein, du machst es ja nicht selber, Steve. Darum zählt es nicht. Wirklich? Also meiner Meinung nach zählt's. Weißt du was, Dad? Sag mir einfach Bescheid, wenn du der Meinung bist, dass ich die Orangen die Treppen raufgetragen habe, okay? Alles nur nicht die Rutscherkopita! Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank, es ist vorbei! Oh nein, er kommt von so weit weg angerannt. Und er wird schneller und schneller. Du bist oben angekommen. Um Gottes Willen, du bist mit den Orangen oben in der Wohnung angekommen. Scheiße. Ich muss schon zugeben, Steve, du hast deinen Schläger auf deine eigene Art besiegt.